war Bombe. Etwas zu essen ist nicht schlecht. Und so kommen wir auch auf die andere Seite übrigens. So, Käfer. Und mit den beiden Schlüsseln können wir hier und hier Fledermäuse freilassen. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir an die Vendor-Münze ran? Erstmal gibt es hier wieder mehr Mana. Hier ist garantiert irgendwo ein Secret-Kristall. So, hier alles weghauen. Und das Geld einsacken. Das Geld ist sehr wichtig. Ersetzt unsere Erfahrungspunkte. So, Spawnhaufen weg. So, so rum wollen wir strafen. So, und von dem weg strafen. Ja, langsam kriege ich das mit dem Strafen raus. So. Schnappen wir uns hier und hier den Loot. Und dann gucken wir uns nochmal genau hier um, ob hier nicht irgendwo noch was versteckt ist, secretmäßig, mit der wir an die Vendor-Münze rankommen. Weil bis jetzt sehe ich da leider nicht viel. Hier ist nirgendwo ein geheimer Schalter, oder? Nö, bis jetzt nicht. Oder gibt es einfach einen Zugang hier dazu? Nö, hier nicht. Aber hier war noch etwas Geld versteckt. Hier ist noch mehr Geld. Hier sind nur die Pfeilwerfer. Hier ist nichts, hier ist nichts. Einfach irgendwo ein Durchgang hierzu gibt es wahrscheinlich auch nicht. Puh. Nochmal gut umsehen. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Found a secret area. Da haben wir was gefunden. Genau, sehr schön. Eine Vendor-Münze und jede Menge Geld. Ja, jetzt haben wir schon wieder eine schöne Summe. Und ja, ich glaube, das sind wirklich Kupfermünzen, das eine. So, das andere sind Silbermünzen. Sehr gut, da drüben ist ein Waffenhändler. Und dort geht es erstmal runter nach Ebene 1. Ah ja, genau. Das ist das letzte auf der Ebene 1, an das ich mich jetzt noch erinnern kann. Hier ist nämlich der Goldschlüssel, den wir vorhin gesehen haben. Gut. Den konnten wir einsacken und jetzt können wir mit dem Goldschlüssel die Tür da drüben aufmachen. Sehr gut. Tür, öffne dich. Ach, nicht schon wieder so einer. Wow. Wow, wow, wow. Okay, vor dem gehen wir am besten rückwärts und hauen ihn die ganze Zeit. So. Weg mit dir. Ah. Damage Upgrade. Damage Upgrade. Geil. So, gucken erstmal in die Richtung. Obwohl in der Richtung geht es, glaube ich, weiter. Deswegen pullen wir mal hier alles, was es zu pullen gibt. Wow. Kriegen nichts von dem Creeper auf, von dem Stachelvieh auf die Deckel, bitte. So, sondern töten es. Hey, da drüben liegt Fleisch. So, ein Edelstein, sehr schön. Und ein Händler.
mit einem Leben. Okay, der hat nichts für uns. Das ist nämlich nur ein Stufe 1 Waffenhändler. Ein Rüstungshändler wäre mal nicht schlecht. Aber ich glaube, den finden wir auch demnächst. So. Tot euch. So, tot euch. Und ja, ich sagte ja, wie ich bereits versprochen habe, es ist ein ganz schönes Gegnergeschnetzel. Und das wird noch schlimmer werden. So, viele Gegner, viele, viele Gegner. So, weg. Oh, sogar ein paar Spucker dazwischen. So. Ja, aber wie gesagt, im Augenblick gibt es wenig Abwechslung. Es gibt hauptsächlich Käfer und noch mehr Käfer und Würmer. Oh, und da drüben ist noch so ein Stachelviech. Und das auf ganz engem Raum. Aufpassen hier. Hier sind übrigens noch mehr Stacheln und die Stacheln hier verteidigen den Rüstungshändler. Was ich nicht so toll finde. So, weg mit euch. So. Solange ich in der Kombo bin, kann ich die Dinger viel besser wegschnetzeln. So, die Stachelkolonien hier können nervig sein. Weg. Spawner weghauen. Oh, hier spawnen sie aber viel, hä? Also ja, ich finde die Ideen gar nicht mal so schlecht mit den Spawnern. Defense. Okay, erstmal können wir hier die roten Stacheln deaktivieren und können hier aufmachen. Wow. Und mal erstmal was auf die Nase kriegen. So. Only 4 more to go. Okay, wir haben wieder so ein Schalterrätsel, wo wir 4 solche Schalter drücken müssen, um irgendwas zu aktivieren oder deaktivieren. Dann gucken wir mal. Erstmal den hier loswerden. So, dazu locken wir erstmal die Käfer aus seinem Einflussbereich raus. Machen die Combo an und hauen ihn. Oh, und er hatte sogar ein Vendor-Coin dabei. Okay, wir brauchen langsam mal wieder was zu essen. Only 3 more to go. Oh, und hier können wir die blauen Stacheln deaktivieren. Sehr gut. Rüstungshändler, der kommt uns doch hinlegen. Divine Wolf, gibt's a pile to stun any target he hits for Armor. Blocks most incoming points. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, Damage Reduction ist auch wichtiger als Gegner zu stunnen, finde ich jedenfalls. Wow. Erstmal den da ausschalten. So. Dann verpissen wir uns. Ja, hier wäre noch eine Vendor Coin gewesen. Die können wir uns einfach mal schnappen. So, unser Schild hat jetzt einen höheren Radius, was ich sehr gut finde. Das heißt, wir können die Projektile noch besser abwehren. So. Oh, ein Save Point. Den nehmen wir jetzt erstmal mit. Aber erstmal schalten wir hier oben den Baumstamm aus. Der spawnt nämlich ständig Fledermäuse. So. Gut, die Käfer da unten ignorieren wir nochmal, weil wir gehen erstmal hier hoch und clearen da alles.
Okay. Dem Winkel treffen sie uns schon mal noch. Wow, wow, wow. Au, au. Das war nicht so schön. Gucken wir erstmal, dass wir die Spawner loswerden. Also so gut wie möglich. Au, weg. Und dann gucken wir, dass wir die Spucker loswerden. Dann verkrümmeln wir uns mal dafür hier hinter die Mauer. Wow, wow, wow. Umzingelt werden ist hier doch nicht so schön. Einfach mal durch. Für was haben wir genug Mana? Jawohl. Massensterben. Oh, und noch ein Stachelding zum Ausschalten und eine Vendor Coin. Spawner. Oder Spawner. Ah, Mana-Edelsteine und jede Menge Viehzeug. So, solange ich im Combo-Modus bin, macht mir das fast gar nichts aus, dass ich getroffen werde. Weil durch die bessere Rüstung und die Heilung kriege ich viel mehr Lebenspunkte wieder zurück, als ich verliere. So, da ist noch ein Spawner. Habe ich eigentlich schon den Schalter an der Wand aktiviert? So. Ja, das war jetzt dekadent mit dem Dash durch ein paar Kisten durch. Aber jetzt gucke ich mal kurz nach dem Schalter. Ja, den habe ich aktiviert. So. Hier ist kein Schalter versteckt. Immer auf die versteckten Schalter und so achten. Genau wie der hier nämlich. Nur einer. So. Oh, und jetzt sind wir hier oben wieder, wo wir die blauen Stacheln deaktiviert haben. Ja, Bomben, dein bester Freund, wenn sie die Gegner töten. Sag bloß, die ganzen Schalter sind für diesen ein Ankh hier. So, da war ein Schalter, da war ein Schalter. Rüstungshändler, wie viel? Nein, wir haben nicht genug Geld. Okay. Jetzt fehlt nur noch ein Schalter, aber wo ist der eine Schalter? Ich glaube, der kommt, wenn man weitergeht. Ich bin mir jetzt zwar nicht ganz sicher, aber wir gucken mal. So. Schalten erstmal jede Menge Würmer aus. Käfer aus. Wow, hier sind aber ganz schön viele Spawner. Wow. Erst Spawner ausschalten, dann Käfer töten. Würde ich mal sagen. So. Zwei Spawner weniger. Dort ist der Weg weiter, soweit ich weiß. So, noch mehr Spawner. Also Spawner sind hier nicht gerade wenige. So, Kombo-Modus. Wow, ich habe keinen Mana mehr, fällt mir gerade so auf. So, aber du nervst nur. So. Einfach mal das plündern, was wir hier so finden. Ich glaube, das mit den Schaltern da oben, wo stand noch einer, ist sogar, glaube ich, ach, sagt's mir schon. Dieses Secret, was ich meinte mit den Skeletten. So, genau, ein Key. Und sogar eine Secret Wand. Found a Secret Shop Area.
Ach, ein Kombo-Meister. Sogar ein Level 2 Kombo-Meister. Aber wir haben nicht genug Geld. Gut. Kristalle. So, selbst die dicken Viecher sind jetzt kaum noch ein Problem für uns. So. Käfer, Käfer, Käfer. Und noch ein paar Käfer. So. Orange können wir nicht einsammeln. So. Ja. Aber wir können mal hier aufmachen. Blowing. Und ein paar viele Fledermäuse. Naja, okay, viele waren es nicht gerade. Es waren halt die Garstigen. Töten. Und uns Geld schnappen. Jetzt hätten wir eigentlich fast schon genug, um beim Kombo-Meister wieder was zu kaufen. Autsch. Das hier ist ein gemeiner Gang. Wow. Wow. Spikes deactivated. Ja, sehr schön. Und weg. Schießt ruhig nochmal. Ich sacke hier derweil das Geld und das Essen ein. Und hab einen. Jawohl, den da hätte ich gerne. Health Pool. Brauche ich noch ein bisschen mehr Gold. Ja. Aber ich gucke mich jetzt hier oben nochmal um, ob ich den Schalter irgendwo finde, den ich übersehen habe. Also hier ist schon mal keiner. Wow, hier sind noch ein paar Gegner. Und da ist der Schalter. Sequence complete. A secret has been revealed. Jo. Wie man sehen kann, wir haben ein Portal entdeckt. Erstmal sacken wir das ganze Geld hier ein. Was machst du? Ah, du machst den Weg zum Händler auf. Gut. Okay, das hier ist das ganz lustige Spielchen. Wenn wir auf eine Druckplatte treten, werden die Benachbarten dunkel. So. 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 Ich schaffe das meistens einfach durch Rumprobieren. Nein. Fast. So. 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 Na, fast. Nö. So definitiv, oder? Nein. Nein. So aber, jawohl. Gut, Teleport. Und genau das ist das Bonuslevel, was ich meinte. Voll mit Skeletten. Die nicht viel können, aber in Masse spawnen. So. Einfach die Skelette ignorieren und die Spawner erstmal töten.